Hallo und Servus. Word, Excel, PowerPoint und Co. mit Linux und das so schnell wie auf einem Windows-Rechner? Ja, das geht mit Vdroid. Damit kannst du Android-Programme direkt aus der Linux-Oberfläche aufrufen und benutzen, wie zum Beispiel mit einem Tablet. Ich zeige das komplette Setup von Vdroid in Ubuntu und teste es mit dem Gaming-Laptop Acer Nitro 5 und dem Convertible Acer Spin 3. Ich messe die Leistung mit Geekbench und vergleiche die Werte mit einem Premium-Smartphone. Das Ergebnis wird dich überraschen. Sieh dir das Video unbedingt bis zum Schluss an, dann siehst du auch, wie gut Vdroid mit Android-Spielen zurechtkommt und was mein Fazit ist. Technisch gesehen läuft auf dem installierten Linux ein Lineage Android in einem Container. Die Systemaufrufe reicht Vdroid direkt an den Linux-Kernel. Die Bildschirmausgabe erfolgt über Wayland. Damit ist Vdroid deutlich schneller als zum Beispiel eine Emulation. Die Installation erfolgt Linux-typisch und ist auf der Vdroid-Seite gut dokumentiert. Kopiere die Befehlszeilen in ein Terminal und lass es ablaufen. Die Links zu den Befehlszeilen findest du in der Videobeschreibung. Nach der Installation kann man Vdroid als normale Linux-App aufrufen und hat die Android-Oberfläche auf dem Linux-Desktop. Beim ersten Start wird das Android-Image eingerichtet. Unter dem Menüpunkt Android-Type kann man zwischen Vanilla und G-Apps wählen. Ich stelle hier die G-Apps-Variante vor. Das richtet in einem Container ein komplettes Android 11 mit Google Play Store ein. Mit einem Klick auf Download wird das Image heruntergeladen und installiert. Die Prozedur dauert ca. 10 Minuten. Nach dem ersten Start beschwert sich Android über die fehlende Play Protect-Zertifikation. Deswegen ist ein nochmaliges Handanlegen notwendig. Öffne ein Terminal und gebe sudo Vdroid Shell ein. Anschließend kopierst du die Befehlszeilen vom Video in die Vdroid Shell. Als Ergebnis wird die Android-ID geliefert, die notwendig ist, um das Device zu zertifizieren. Melde dich in Vdroid bei Google an und geh auf die google.com/android/uncertified Seite. Gib dort unter Google Service Framework die Android-ID ein. Nach einer Bestätigung ist die Prozedur abgeschlossen. Bis die Meldung tatsächlich nicht mehr auftaucht, können bis zu 15 Minuten vergehen. Nun kann man Android wie gewohnt benutzen und auch auf Deutsch umstellen. Ein Office 365 Abo vorausgesetzt, ist eine Installation über den Play Store von Word, Excel, PowerPoint und Co. problemlos möglich. Die Excel Android Version unterstützt bis auf Makros fast alle Funktionen, die man auch von einem Windows PC her kennt. Auch Word unterstützt bis auf Makros fast alle Funktionen. PowerPoint funktioniert natürlich auch. Mit dem Acer Spin 3 kann man in OneNote wie gewohnt mit dem Eingabestift seine Notizen machen. Und das Ganze läuft wirklich sehr, sehr schnell. Apropos schnell. Im Test mit dem Samsung A53 Smartphone schneiden die Vdroid-Systeme durchweg besser ab. Das Vorlesen der Werte würde hier 2-3 Minuten dauern, deswegen in Tabellenform kurz die Ergebnisse. Als Referenz dient bei dem Test ein Samsung A53 Smartphone. Die Android-Systeme mit Vdroid laufen also schneller als auf dem Premium-Smartphone. Überraschend war das Ergebnis auf dem Acer Spin 3, das ist mittlerweile 2 Jahre alt und liefert die besten Ergebnisse. Auch mit Spielen kommt Vdroid sehr gut zurecht. Die laufen auf dem Acer Nitro 5 und dem Convertible Acer Spin 3 sehr flüssig ab. Und mit dem Acer Spin 3 kann man die Android-Spiele sogar mit dem Touchscreen bedienen. Das macht Spaß, so soll das sein. Mein Fazit: 8 GB RAM vorausgesetzt, ist Vdroid eigentlich eine Pflichtinstallation auf jedem Linux-Rechner. Damit laufen die Android-Apps in sehr schneller Geschwindigkeit und erhöhen die Usability. Mit einem Touchscreen macht das Ganze dann noch mehr Spaß. Lasse bitte ein Abo da und teile das Video auf den sozialen Netzwerken, damit deine Freunde auch was davon haben. Vielen Dank und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.